so schrecklich, ey. Yay, machen wir es halt anders. Hm? Ich versuche gerade abzuzählen, aber so richtig scheint das. Ich muss sie noch mal testen. Hübsch sieht es eigentlich aus. Ja, schön ist anders, aber. Naja, was man fertig muss das halt sein. Lass mal rum und Strom, ja. Ja. Da dürfen wir nicht so wählerisch sein dann. Ja, umbauen können wir ja dann immer noch. Ja, richtig. Wollen wir den Turm hier vorne überhaupt stehen lassen? Nee, ne? Das ist vielleicht ein bisschen zu nah dran. Ja, das ist zu nah dran. Das kommt ja auch mit der Raffinerie hier alles dann weg, was hier vorne ist, dachte ich. Ich schreiß mal schnell ab. Jo, klar mach. Dann werden die Teile gleich mal wieder woanders dran geschweißt. Ich mache mir hier vorne die Seitenwand, die so ein bisschen rausguckt. Die mache ich mal aus schwerer Panzerung. Das kannst du gerne alles rundherum machen dann. Ach nee, haha, da werden wir die Ressourcen nicht haben. Aber zumindest halt so ein bisschen, ne? Dass wir da geschützt sind. Oder zumindest das Gefühl haben, wir wären geschützt. Ja, das eher, ne? So, die Illusion von Sicherheit. So, die zwei sind dran. Die drüben können bleiben. Sehr schön. Könnt ihr unten absägen, dann einfangen. Lass ich lieber. Boah, weißt du, wo es hingibt? Ja, du kannst das gerne alles versuchen. Also ich gucke mir das dann auch gerne an. Sag vorher Bescheid, ich komme gerne. Ich bring Popcorn mit. Dann macht's ja nicht so einen Spaß. Das muss ja erschrecken. So. Drum fällt! Ja, herrlich. Ich freue mich schon auf dieses Erlebnis. Geh mal ein bisschen zur Seite. Nein, nicht euch! Ach, verdammt. Immer hat man zu wenig von allem dabei. Ja, es wäre aber auch seltsam, wenn du so einen ganzen Kern immer hinter dir hinterherziehen würdest, ne? Ja, ne? Das wäre voll... Obwohl, es irgendwie hätte es was, also... Wobei, ich muss gerade überlegen, wo war denn das gewesen? Ach ja, bei Sacred 2 damals... Da gab es so einen total sinnfreien DLC, den du extra kaufen konntest. Der bestand nur darin, dass dann ein kleiner, ja, so Minion-Kobold in der Art mit seiner Truhe hinter dir hergelaufen ist. Und in dieser Truhe hattest du alle deine Sachen drin. Mhm. Also das, was du praktisch nicht im Inventar mehr haben wolltest, was du sonst bei den meisten Rollenspielen ja in irgendeiner Gaststätte oder sowas dann ablegen kannst und dann von anderen Gaststätten darauf zugreifen kannst, genau. Zum Beispiel, ne, diese Spielerkisten, die hat der dann praktisch mehr oder weniger die ganze Zeit mit rum sich getragen und hinter dir her, sodass du die dann immer bei dir hattest. Oh, das ist aber clever, oder? Ja, aber ich... Als bezahlbarer DLC? Ich weiß nicht. Ich krieg für spielinterne Sachen, die drin sein sollten, kriegst du nochmal Geld. Gib mir all dein Gold. Ich fand das nicht so toll. Nee, kann ich auch absolut nicht leiden. Es ist so. Gibt so bestimmte Sachen, die drin sein müssen. Denn wenn du das einmal dann auch kaufst und der Spielehersteller sieht, dass das funktioniert, der macht ja dann auch weiter. Mhm. Da gibt es dann ganz andere DLCs. Richtig. Die du eigentlich auch nicht verstehst. Oh, da gab es auch mal einen schönen Beitrag auf Steam.
im Forum über ein ganz besonderes Spiel, aber ich weiß es leider nicht mehr. Ansonsten hätte ich das mal angeraten zu lesen. Da hat sich einer sarkastisch drüber richtig schön lustig gemacht. Schon eher zynisch. Dass dann wirklich sinnbefreite DLCs kamen, nur um dem Spieler das Geld rauszuziehen. Das ist ja leider relativ häufig, ey. Ja, wenn sie keine frischen Ideen haben, müssen sie halt alte nutzen. Ja gut, das merkst du hier bei Space Engineers auch am besten, ne? Da irgendwelche Deko-Packs werden dann hier für... Ja gut, okay, ich sag mal, es ist relativ verhältnismäßig günstig im Vergleich zu anderen Sachen, aber man hätte das ja auch einfach so ein Spiel integrieren können, ja? Anstatt zu sagen, wir wollen dafür nochmal extra Geld haben. Yep. Aber was willst du denn hier noch integrieren? Oh, das da... Die Mod-Community ist so extrem. Ich wollte gerade sagen, du kannst... Und die Mod-Packs sind auch nicht so teuer. Also bei Space Engineers mag ich sie jetzt selber gerade gar nicht. Lecker. Ja. Irgendwoher müssen sie Geld generieren. Wenigstens ab und zu mal. Ja, wobei jetzt, wo sie es für die Xbox rausgebracht haben, da kam ja jetzt mal wieder ein ganzer Schub ja noch mit ran, ne? Aber fällt mir gerade ein, weil ich hatte nämlich, Kumpel und ich hatten überlegt, ob wir uns Medieval Engineers holen. Und hatten mal so ein bisschen nachgeguckt, okay, wird da überhaupt noch was gemacht? Und das ist offiziell eingestellt. Echt? Schade drum. Steht extra drinne beim letzten Update von wegen so, ja, hey, es kam jetzt nicht regelmäßig was und man will sich als Firma nur noch auf ein Spiel konzentrieren und das wäre Space Engineers. Und, ja, gut, das ist das Zugpferd, ne? Ja, aber trotzdem, weißt du, ist das dann halt jetzt hier so halbgar dann irgendwie den Leuten dann hinzuwerfen. Also ich habe mir beide Spiele damals in der Combo gekauft, deswegen ist auch mein Anzug so rostig. Mhm. Das kommt halt von diesem Medieval-Style. Und ich habe das auch gerne gespielt. Ich habe halt eine ganze Weile auch gebraucht, um damit überhaupt warm zu werden. Ich hatte Space Engineers vorher nur ein paar Stunden gezockt. Es macht sich wirklich bemerkbar, wenn du Space Engineers ein paar Stunden mehr zockst. Mhm. Denn Medieval Engineer ist ein bisschen komplizierter zum Bauen. Ich habe auch von vielen gehört, die Schleuder, das fällt vor dir auf die Füße und so weiter. Also bei mir, der Stein von der Schleuder ist außerhalb Sichtfeld raus. Okay. Das war dann weg und das im Winkel von 45 Grad, also es geht. Ich habe einfach nur das Seil eingestellt. Von bis. Aber das musst du halt auch vieles selber ausprobieren. Naja, wie das hier halt auch. Ne? Das Bauen dauert wesentlich länger, du brauchst wesentlich mehr, ja. Aber vielleicht machen sie später noch was, ich hoffe es. Das ist halt echt doof, ne? Schon allein der Mittelalter-Style. Und das Konzept ist ja so, dass du eine Stange in den Fußboden steckst, wie jetzt hier das Fahrwerk, und dann darauf alles aufbaust. Du bist ja frei. Es funktioniert trotzdem. Du baust ein paar Rollen ein und sonst irgendwas. Du musst nur die Kreativität haben, die mir abhanden gekommen ist. Aber du kannst dort Kornmühlen alles bauen. Also was heißt Kornmühlen? Du hast ein Windrad, was dir die über... Tragungskraft gibt. Du hast Gelenke, die es dann in andere Richtungen lenken. Mhm. Du kannst dort unten ein Sägewerk anschließen. Also es funktioniert schon richtig gut, finde ich. Hm. Ich habe aber schon lange nicht mehr gespielt. Gab halt keine NPCs. Also nur irgendwelche, ich weiß gar nicht, Barbaren oder sowas, aber ich habe die noch nie gesehen. Hm, okay. Aber Hütte bauen und so weiter. Was wir beim letzten Mal hatten von Ark, dieser Mod, ja, wo alles so nachritterlich aussieht, so ungefähr sieht es aus. Auch nicht hundertprozentig optimal, dass jetzt die Kanten ganz genau abschließen oder sowas, aber das ist ja Bumm, das sind ja Kleinigkeiten. Ja, ich wollte gerade sagen, das erwartet man ja eigentlich auch gar nicht. Aber viel schöner ist, zum Beispiel hast du dort, kannst du runde Felder bauen. Wenn du so eine freie Fläche hast wie hier, fast plan läuft es am idealsten. Mhm. Wenn es ein bisschen hoch runter geht, wird es schon kritisch. Da kannst du dann ein Feld im Kreis aufbauen und kannst eine Erntemaschine bauen. Nicht wie bei Minecraft, dass du dann mit Wasser fluten musst und so weiter. Nee, du baust einfach eine Stange. Vorne dran abernten. In der Mitte hast du Flügen drin und hinten schmeißt du in den Auffangbehälter die Samen rein. Na, sehr geil. Gehst du einmal rund. Abernten, flügen und gleich wieder neu sehen. Darfst halt nicht zweimal rund gehen, ne? Sonst holst du das, was du reingesetzt hast, als Saatgut auch wieder raus. Möchte ich schon mal ein bisschen aufpassen. Ah, cool, auf jeden Fall. Das könnte man dann mit einem Ausschalter auch über Windkraft machen. Ja, schöne Möglichkeiten halt, ne? Ich habe auch einen Wagen gebaut, der dann
Also so wie jetzt die Linie hier ist von dem Windpark unten als Gleis. Eine Seite da und dann das Wagenrad direkt in der Mitte. Mhm. Und dann versucht mit Seilzügen den dann zu ziehen. Das hat ein bisschen gehakelt. Aber das kann auch an mir gelegen haben. Also an sich, das ist schon nett. Ja, dann halt umso schade, ne, dass dann halt da nichts mehr kommt. Da wäre so mein großes Interesse mal gewesen. Ich weiß auch nicht, ob es davon schon Videos gibt, dass man sich das mal angucken kann. Mhm. So ein richtig schönes, großes Schloss baut, so wie es direkt in diesem Anpreisungsvideo ist, im Trailer. Ja. Und dann selber wirklich dann diese Gefährte bauen, die da reinrollst, Ballisten, um die dann zu... Nicht Ballisten. Also die mit großen Felsen schmeißen. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Über Seilbetrieb. Da gibt es ja mehrere Spezialarten davon. Mhm. Da fallen mir jetzt Begriffe nicht ein. Also Schleudern groß. Aber da gibt es so ein paar Videos von so ein paar Amerikanern, die sich da gegenseitig duellieren. Hm? Auch von Schloss zu Schloss, das ist bestimmt auch geil. Ja, auf jeden Fall. So, der Eingang ist praktisch fertig. Ich guck runter, ich guck. Oh ja, so sieht das geil aus. Ja, ne? Das wesentlich besser. Funktioniert wie? Also die Terminal stelle ich gleich noch hin. Mhm. Aber ansonsten, warte. Kurz Gruppe erstellen. Nice. Cool. Ja, und dann... Tada. Fett. Das ist aber trotzdem Dreier Breite, ne? Vier sogar. Ach so, den ersten muss auch mitzählen, ne? Ja, deshalb... Ist jetzt in die Spur verbreitert? Nee. Nee, ist genauso geblieben. Wie hast du wirklich auch nur eins weiter rausgesetzt? Nee, ich habe einen kleineren genommen. Der halt, der Standardblock ist halt eins kürzer. Der hat gepasst. Mhm. Und dann sieht das auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, wenn das so symmetrisch aussieht, irgendwie wirkt das besser, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin extremer Fan von Symmetrie. Sehr gut, sehr gut. Am liebsten noch so ein Stückchen weiter rein in den Berg, dass man das hier draußen gar nicht so sieht. Mm. Dass man doch ein Stückchen Felsen drumherum hätte. Aber schick kann man ja später noch mal. Mann, schön hier. Ja, deshalb habe ich hier außen jetzt ringsrum den Rahmen komplett aus schwerer Panzerung gemacht. Mhm. Dass der auch ein bisschen was aushält, falls dann doch mal Beschuss drauf gehen sollte. Ja, dann innen drin auch. Dann schöne Luken rein, falls mal wer reinkommt, dass hier ein Geschütz drin steht. Ja. Weißt du, hier wie beim Container? Hier so ein internes Geschütz halt, ne? Hm? Nicht draußen wie bei Empyreon, wo sie überall dagegen geklebt sind. Na gut, das war ja nur am Anfang. Dann später hat es ja mit Falltür. Kuckuck, ratatatatat. Ja, aber es ist so richtig viel besser ist es jetzt auch nicht. Naja, im Moment. Ich würde es ja gerne mal wieder zeigen, aber nee. Also nicht, dass ich das Spiel nicht mehr mag. Ich mag es immer noch. Aber es ist sehr grindlastig und für YouTube, für mich damit nicht geeignet. Ja, also nicht, wenn du es alleine machst, auf jeden Fall. Da brauchst du viel zu lange. Oder bist du es permanent schnippeln? Ja, das ist alles rauskürzen, ne? Dann fragt sich der User aber auch, wie hast du das gemacht? Warum machst du das? Ja, ist dann auch doof. Schon schlimm genug, dass ich in Space Engineers sehr oft alleine forme und dann das Zeugs einfach da ist. Aber bis jetzt hat noch keiner gefragt, ob ich es aus dem Inventar rausgenommen habe. Rausgecheatet. Ich mag sowas auch nicht. Ja, das macht man ja auch nicht. Du verlierst dann auch vor dem Spiel diese Wertschätzung. Ja, dann nimmst du ja nur aus dem Inventar raus. Wollte ich gerade sagen, wenn du damit einmal anfangen solltest, ne, dann ist es so, ach komm, ach warum soll ich mir jetzt noch die Mühe machen? Hm? Ja, dann kannst du auch halt gleich im Kreativ zocken, ne? Ja.
Dann geht so dieses Survival-Gefühl geht halt komplett flöten dann. Also jeder, der im Kreativ zocken will, der soll das gerne für sich selber machen, aber ich mag es halt nicht so. Das ist halt von Minecraft schon so. Dann macht es nach 2-3 Tagen keinen Spaß mehr. Richtig. Wenn du alles von Anfang an bauen kannst, so wie du das möchtest, ohne dich dafür krumm zu machen. Mhm. Oh, nee. Oh, jetzt hab ich Glück gehabt. Man sollte nicht die Tasten verwechseln, vor allem wenn es X ist und man sehr weit oben ist. Ui. Ich war zum Glück gewonnen, nur mal im Glück. Das ist, ich da muss dran denken, ich muss meine Energie jetzt aufhören, bevor ich gleich wieder hier im Dunkeln stehe. Geht's Einzuglicht dabei auch aus? Ja, yep, alles. Nein. Ach, fällt mir gerade ein, wo ich gerade sage, dunkel, ne? Hier ist immer noch Nacht bei uns in der Welt. Nicht schon wieder, oder? Echt schon wieder? Mein Traum war ja Tag. Ja, aber wir sind jetzt auch schon eine Weile hier. Stimmt. Finde ich doof. Polare Nacht. Ja. Wir haben es wieder Winter.